So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Silent Age. Aha, yeah. Komm, mach den Disco-Beat, warum auch immer hier dieses Disco-Schema verwendet wird, aber ziemlich geil. Ich musste bei der letzten Aufnahme ziemlich lachen, als ich dieses Bildchen gesehen habe. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir stürzen uns sofort wieder rein. Ich muss dazu sagen, ich weiß nur noch wenig, worum es ging. Nein, natürlich weiß ich noch, worum es ging, aber muss mich natürlich erstmal wieder reinfinden. Soll aber euch nicht stören, ist ja mein Ding, ne? Gut, los geht's. Aha. Genau, wir sind bei Arkin angekommen und sollten uns jetzt hier mal ein bisschen umschauen. The Neon Zone Nightclub. Okay, nice. Also wir haben diesen netten jungen Herrn getroffen. Ich glaube, George war es. Und was, George? Ach, keine Ahnung. Diesen netten jungen Wissenschaftler, wo wir vermuteten, dass das Joe war. Aber da lagen wir wahrscheinlich falsch. Aber wir müssen erstmal gucken, wie es weitergeht. Ich gucke mir nochmal den Krankenwagen an. Nicht so kalt wie der Krankenwagen, aber die alte Dame ist auch nicht ganz ohne. Parkuhr. Frank sagt immer, dass dieses Ding stiehlt und betrügt wie sein Onkel zweiten Grades. Es macht mich gerade irgendwie glücklich, dass ich nicht mit dem Auto zur Arbeit fahre. Ja, schön. Ich gucke mir mal die Tastatur an. Da werden wir wahrscheinlich... Ich habe meine Zugangskarte nicht dabei und außerdem brauchst du einen Code außerhalb der Geschäftszeiten. Und die Kombination kenne ich nicht. Natürlich. Noch eine Parkuhr. Das ist Franks alte Nemesis, der Herr Gumbleslimes. Was ist Gumbleslimes? Mann, Frank hat dieses Ding gehasst. Er sagte, das Ding würde ihn Monat für Monat um einige Stunden Parkzeit betrügen. Er hat es aber niemals angezeigt. Er hat sie nur getreten und sie als Kapitalistenschwein bezeichnet. Ja, genau so ist es. Bevor wir natürlich jetzt erstmal hier weitergehen, würde ich erstmal hier in die zweite Dimension gucken. In die Dimension, wo alles schon hin ist. Okay, schauen wir mal hier in die Parkuhren. Frank sagt, ja, okay. Loch im Boden. Gucken wir mal da rein. Da ist ein Riesenloch im Asphalt. Ja, das passiert, wenn man die Straßen dann nicht wartet. Ne? Schauen wir uns hier das mal an. Türen sind selten besser gesichert als diese. Sie haben es sogar irgendwie geschafft, Holzplanken auf die Stahltüre zu schrauben. Ja, was die alles konnten, ne? Das wird nicht klappen, ich muss einen anderen Weg da rein finden. Arkin. Es sieht irgendwie unheimlich aus, das sehe ich genauso. Okay, hier kommt 000. Oh ja, kein Strom. Wir schauen uns natürlich jetzt erstmal hier um. Hey, ein 25-Cent-Stück, geil. Gucke ich aber nochmal rein. Okay. Gobbles Dimes. Okay, nicht Gobbles Slimes, Gobbles Dimes. Riesenhaufen verbrannter Akten und Ausdrucke, einige Aktenschränke voll, so wie es aussieht. Einige der Seiten sind teilweise noch lesbar. Gucken wir mal auf den verkohlten Haufen. Das ist ein Riesenhaufen Ausdrucke, okay. Das ist hier also alles zusammen. Nochmal verkohlter Haufen, ja. Okay, da will er also nicht. Ich gehe mal durch diese Türe hier. Sie ist verschlossen. Okay. Wir haben eine 25-Cent-Münze, haben aber uns noch nicht alles angeguckt. Ich will mir hier das Schild auch noch angucken. Das ist mein Arbeitsplatz. Sieht so anonym und anspruchslos aus wie hier. Das Verteidigungsministerium aus irgendeinem Grund. Wir haben die immer noch, immer nur mit dem ersten Teil des Firmennamens. Okay. Hier ist nachts geschlossen. Da haben die Nachtwächter strikte Arbeitsanweisungen, nachts keinen hier reinzulassen. Ja, ist klar. Nö, dann gehen wir doch mal in den Nachtclub. Sind übrigens nur noch zwei Kapitel. Halt, ich will mir das Schild nochmal angucken.
In der Neon Zone Nachtclub. Na, gehen wir doch mal da rein. Lass mal ein bisschen Party machen, Junge. Joe, zeig uns mal, was du kannst. Warum steht hier 25 Cent Münze? Ich guck mal die Disco-Kugel an. Mit all den Teppichen, Spritzen und brennenden Ästen, die ich kürzlich für einen guten Zweck eingesetzt habe, vertraue ich so langsam immer mehr meinen Gefühlen, welche Dinge wirklich nützlich werden könnten. Und dieser Bad Boy kommt definitiv mit mir. Aha, aber wie? Okay. Hier liegt noch eine 25-Cent-Münze. Okay, jetzt haben wir zwei 25. Oh, jetzt haben wir schon 50 Cent. Super. Schalter. Okay. Barkeeper. Ich suche hier alles ab. Türe. Ich gehe mal zum Schalter. Hey, don't you be touching that. Sorry, just looking. Aha. Okay, dann sprechen wir mal right mit ihm. On time. Welcome to the hippest joint in town, my man. We so underground, we literally four steps below the tarmac. Now, what can I do for you? Actually, I just saw the sign. I don't even know what I'm doing here. Of course you do. You here because you heard this place was jumping. And you heard right, my man. We got grooves so bad, we make Studio 54 look like off-season fat camp. It's kind of empty in here. Yeah, no, I know, man. We literally just opened like 5 minutes ago. They coming. They all coming. Don't you worry. You're gonna be knee-deep in honeys before you know it. Believe that. Now, what can old Cedric get you? I don't know. I could use a beer, I guess. A beer? A beer in here? You embarrassing me here, bub. I got university degrees in mixonomy and mixology. I mix mojitos for the gods. Just a beer, please. Man, you really going through with all that, ain't you? All right, seeing as you're the first patron of the night and all, I'll let you have that one. That'll be a dollar. A dollar? Jeez. You sure weren't kidding about this being a high-class joint. Look, I don't jack the prices, kid. This here establishment is just geared towards a more, shall we say, discerning clientele. But it's empty. Yeah. Thank you, man. I got that. I know it's empty, all right? I can see that. I told you, we just opened. Now, you gonna pay for that beer or what? I think I left my wallet in my jacket. I'll be right back. Oh, I'll be here. Ah. Ja, wir haben nur 50 Cent, ne? Wir müssen jetzt also gucken, dass wir hier zu einem Dollar oder einem Euro kommen. Also warum man die Übersetzung da nicht bei Dollar lässt, ist mir jetzt eher unbeschreiblich. Wisst ihr nicht, dass man in den USA, wo das Ganze ja spielt, mit Euro bezahlt, aber man weiß ja nie. Gut, schauen wir mal. Ja, eine Leiche. Hier ist eine Leiche. Und hier scheint es etwas überschwemmt zu sein. Ein Kabel haben wir hier auch liegen. Okay, das könnte wirklich nützlich sein. Das ist schön. Ein Kabel, verdammt. Wozu brauchen wir denn ein Kabel? Ich guck mal durch die Türe. Fehlen und die Türe scheinen vernagelt zu sein. Ja, das scheint mir auch so. Ich untersuche nochmal die Leiche. Okay. Ja, das ist wohl der gute Cedric. Der hat dann wohl eindeutig zu viele Mojitos gemischt. Und ist dann in seinem eigenen Mojito-Wasser hier ertrunken. Also ich sehe hier nichts weiter. Ich kann hier nochmal ein bisschen absuchen. Nee, hier ist nichts weiter. Schade, schade, Popade. Gehen wir mal wieder zurück. Also wir brauchen noch weitere 50 Cent. Den Schalter können wir so lange nicht betätigen, bis er hier nicht das Bier macht, also sich zur Seite dreht. Okay, wir haben ein Kabel. Wir haben ein Kabel und 50 Cent und wir brauchen aber 1 Euro. Ein Kabel. Ich versuche mal das Kabel hier anzuwenden. Ah, ja, okay.
Ja, ich probiere jetzt hier einfach irgendwie was zu benutzen. Ich hatte das im Hinterkopf behalten, okay, dass ich mich hier hängen möchte. Kabel mit Tastatur. Das funktioniert nicht, richtig? Das Kabel hier hin? Nö. Aber das würde sicher, oh mein Gott, ja, genau das dachte ich mir jetzt auch, dass wir das so machen. Ich versuche es mal mit der Parkuhr, nein. Also deine Witze. Kann ich hier denn weiter? Kann ich hier das Kabel dran machen? Ich könnte sie hier rausreißen, wenn ich das Kabel im Krankenwagen befestige. Okay, schauen wir nochmal, was wir hier machen könnten. Wir könnten natürlich hier versuchen. Das Kabel sieht lang genug aus, aber ich brauche etwas zum. Alles klar. Das Kabel hier an die Uhr. Genau, und jetzt können wir hier runter. Dann hoffe ich mal, dass ich da unten noch 50 Cent finde. Super cool. Okay. Na, das sollte doch machbar sein. Nee, 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 nee. Nicht wieder hoch. Nö. Okay. Gehen wir mal zum Münztelefon. Ich befürchte, hier könnte was drin sein. Okay. Aber da liegt doch bestimmt. Jawoll! 75 Cent. Geil. Ah ne, bevor wir hier weitermachen, gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier noch was finden. Guck mal, in dem Hut, da liegt doch bestimmt noch die letzte Münze drin. Wir haben einen ganzen Dollar zusammen. Na, 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 Ventilator. Ist jetzt schon ein wenig lose. Okay, schauen wir mal hier. Ich höre von drinnen ein lautes Brummen. Okay. Es erinnert mich an jemanden. Geil. Gut, ja, nee. Nee, in der Gegenwart bestehen wir da natürlich nicht, aber in der Vergangenheit, in der Zukunft, da ist das alles gar kein Problem. Stromversorgung. Okay, er macht hier irgendwas. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier drin. Dunkler Bereich. Stromversorgung für das Schweißgerät. Wir brauchen es Schweißer. Er sieht sehr beschäftigt aus. Okay, Rohrzange. Können wir die mitnehmen? Sir, would you kindly step away from there? It's Ja. not safe. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Sir, please get away from there. I mean it. Ja. Ich muss doch mal hier gucken, Mensch. Ich muss doch hier die Menschheit retten. Ein Kabel. Vielleicht das Kabel werden wir aber auch nicht mitnehmen können. Because. Ja. Jetzt ist gut. Meckern nicht schon wieder? Ich guck mal hier, was hier losgeht. Lichtstrahl. Ah, ich weiß. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Ein dunkler Bereich. Wir müssen dann wahrscheinlich entweder ihn hier irgendwie durchsuchen oder durch die Tür gehen. Gut. Ich weiß schon, wir müssen die Discokugel hier runterholen und mit der Discokugel dann Licht machen. Kabel. Das Kabel wird sicherlich für Schweißarbeiten sein. Okay. Das ist richtig. Gehen wir nochmal zurück. Gucken uns hier nochmal um, ob hier noch irgendwas ist. Ach ja, wir konnten ja laufen. Siehst du? Leiche. Hat die Leiche vielleicht noch irgendwas für uns? Mann, daran werde ich mich nie gewöhnen. Nee, die hat nichts mehr für uns. Ventilator spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Gehen wir mal hier hoch. Genau. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Dollar, um in unsere Lieblingskneipe hier bei Cedric zu gehen. Und uns da mal so ein richtig schönes, kaltes, prickliges Bier zu gönnen. So. Benutze einen Euro mit I've changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be dazzled. One rainbow frosted hot lava slushy deluxe with a twist coming right up. Na also.
Machen wir das mal aus. Die Disco-Kugel kommt runter. Wir schnappen uns die Disco-Kugel. Schnubbididupp. Okay. Ja, der kriegt das gar nicht mit. Wow, hold your horses, Chief. It is complete. Lecker. Now, you could just let it sit there for a while, have the layers settle for that smooth sensation. Or you could have it right away and blow out your taste buds with sheer delight. Your choice. My choice. Nö, jetzt habe ich Bock drauf. Whoa. Man, that's... It's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. Noch einen Schluck. Nö, den machen wir jetzt alle. Sweet mercy. It's like riding sidecar with a unicorn down a mountain of cashmere sweaters. Komm, noch ein Spruch. Oh, Mama. That's good. Ach komm, jetzt trink den aus, Digga. Muss doch mal irgendwann gut sein. Oh, Baby. You're not like the others. We're not hitchhiking anymore. We're riding. Jetzt will ich wissen. Jetzt will ich's wirklich wissen. Komm. Whoa. Man. Okay, das war's. That's... It's... Ja, als wenn das Universum all seine Geheimnisse preisgegeben hätte. Gut, also die Disco-Kugel. Ja. Die müssen wir dann hier unten einsetzen. Geht ja scheinbar nicht anders. Wieder hier wechseln, hier rein. Wieder wechseln und dann die Disc-Kugel mit dem hellen Lichtstrahl. Genau da hätte ich die nämlich auch hingehangen. Wir haben hier einen Schraubendreher, den müssen wir dann wahrscheinlich an der Lüftung verwenden, wie ich das sehe. Aber in welcher Zeit? Ja, wir gucken mal. La 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 la. Nö. Ist mit Bolzen an der Wand festgemacht. Wenn das Gitter nur etwas locker wäre, könnte ich es vielleicht mir schon von der... Ah, okay, gut. Ich dachte es mir schon. Gut, yes, das hat geklappt. Jetzt kann ich hier rein, oder was? Oh, man. Hier ist noch was. Das wird nicht nachgeben und ich kann mich dann nicht durchquetschen. Vielleicht kann ich mich drunter durchducken, aber das Wasser riecht wie Betreuung und es reizt mich wie meine Beine. Okay. Er hat das Ventil geöffnet. Ich kann das Wasser durch die Leitung... ja. Was passiert, wenn ich das nochmal mache? Es lässt sich nicht weiter drehen. Gut, also scheinbar wurde das jetzt hier abgelassen. Eine nicht markierte Wasserleitung mit Ventil drauf, okay. Da ist ja nichts weiter, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, da könntest du doch locker durch. Hab dich mal nicht so. Guck mal nochmal auf der anderen Seite. Wir müssen an die Ventilatorsicherung rankommen. Ach, der wird dich nicht zu Paté verarbeiten. So Quatschi. Okay, also hier ist nichts mehr. Hier sind die Sicherungen. Wie wir das jetzt hier genau machen, habe ich noch keine Ahnung. Unzugänglicher Bereich. Hm. Er wird es nicht riskieren, weil er nämlich kein Risiko eingeht. So generell nicht. So, der nimmt nicht etwa eine Zeitmaschine und fährt damit rum. Ist natürlich nicht weniger risikoreich, als jetzt mal kurz da durchzusteigen. Hm. Muss ich kurz überlegen. Wir haben jetzt aber auch gar nichts, ne? Tastatur. Außerdem brauchst du den Kohle. Ja, ja, ja.
Schon klar. Türe, Schild. For someone who just experienced a total taste revolution, I mean, what's on your mind, brother? You looking like the whole world is just resting on your shoulders. Is this? Well, that's kind of it. I mean, if I fail, that'll be the end of it, you know? Oh, I know where you coming from, Chen. You do? Oh, sure I do. Right now, you probably asking yourself, how many nights I gotta go through this before I get it right? When do I get to unleash the lion? Do I even remember how? Well, take it from Seth. You just hit a rough patch is all, man. It ain't the end of the world. What? No, I'm... Oh, I read you loud and clear, Mac Daddy. Don't you worry about a thing. When the honeys come in tonight, you just stick to the bar and keep ordering. I got you covered. Tonight is the night, man. Believe that. By the way, and I gotta ask, what's up with them threads, man? That's gotta be the most unique night on the town getup I ever seen. Huh? Oh, this. Well, I came straight from work, so... Well, I dig it, Ace. So keep it right up, man. It might just become the next big thing. Oh. Erstmal einen Schluck nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier weitermachen sollen. Wow. Ja, das wissen wir jetzt schon. That's... It's like the universe just... Bitte nicht den Knopf drücken. Ich dachte, da würde jetzt mal ein Code draufstehen. Den Knopf brauchen wir jetzt nicht mehr drücken. Ah. Finden wir hier noch irgendwo was? Die Leiche möchte ja nicht nochmal. Ach, wir haben unten das Ventil aufgedreht und jetzt ist hier das Wasser weg. Ich verstehe. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir einen Revolver. Hat ein Loch in der Schläfe. Okay, der hat sich wohl selber umgebracht. Eieiei. Na, was da wohl so abging, wir werden es wohl nie erfahren. Oder vielleicht doch am Ende. Gut, also hier der Abfluss. Okay, Leiche. Wir haben jetzt einen Revolver. Was machen wir mit dem Revolver? Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht versuchen wir mal mit dem Revolver hier drauf zu schießen. Ahem. Ja, das ist klar. Gut, hier wird uns das nichts bringen, weil es ist ja in der Zukunft. Ach, wir gehen einfach nochmal runter. Bis jetzt läuft's ja. Gut. Zukunft nichts. Und zwar schnell. Sie macht mich wirklich langsam verrückt im Kopf, okay. Ja. Können wir jetzt hier... warte mal. Wait a second. Hier. Müssen wir jetzt da drauf schießen? Ach, guck an. Och, nö. Och, nö. Hallo? Ja. Is anyone in here? Oh, drat. The muzzle split. I guess this gun was a bit too rusty after all. Ja, wir haben. Damit haben wir jetzt hier schön Blödsinn gemacht. Und zwar. Professor Lambert haben wir. Angeschossen und jetzt klar, jetzt haut er vor uns ab. Was zur Hölle macht hier ein Gewehr? Nimmst du es bitte auch? Ist nicht geladen. Okay, oh Mann. Nützliches
hier außer einer Kneifzange? Wartungstür? No. There's blood on the handle. Ja, blöd, weil du es warst. Du hast ihn getroffen. So ein Dreck. Na, versuch's doch mal hiermit. Nee. Schauen wir mal hier. Ach so, da kannst du jetzt durchgehen, oder was? Das ist doch nicht dein Ernst. Es hat gestoppt. Also jetzt mal ehrlich. Ist doch nicht euer Ernst. Ich glaube, ich muss das Kabel holen. Ich bin mir fast sicher, dass ich das Kabel irgendwie abkneifen muss. Um das nachher nochmal zu benutzen. Nö. Mal überlegen. La. Ich guck nochmal hier. Hier haben wir nichts weiter. Aber hier wird es ja sicherlich jetzt offen sein, oder? Das ist abgeschlossen. Endlich mal Glück gehabt, das Gitter ist ab. Super, das ging ja einfach. Dann gehen wir gleich mal durch. Okay. Gut. Wir haben jetzt nur die Kneifzange mit uns. Und eine Luke. Ich hoffe mal, dass wir die öffnen können. Ah, Muttern. Gut. Kann hier gar nichts verwenden. Gut, hier scheinen wir nur weiterzukommen, wenn wir... Stimmt, wir haben ja da noch eine Rohrzange da oben, ne? Da war ja noch was. Mal schnell hier raus und... Ne, Quatsch, hier oben nicht, sondern hier. Wir müssen die Rohrzange ja noch bekommen von unserem lieben... Genau, so, machen wir mal hier mit dem Kabel. Ach ja, müssen wir draußen machen, natürlich. Aber einfach so mit einer Zange würde ich das nicht machen. Starkstromkabel. Ah, eine weitere schlimme Tat im Namen der Menschheit. Hoffentlich war es das wert. Okay. Okay, gut, jetzt können wir die Rohrzange nehmen. Der wird es dir nicht übel nehmen, weil er sich wahrscheinlich nie wieder an dich erinnern kann. Und jetzt wieder mit der Rohrzange zurück zu der Luke, die wir da wahrscheinlich mit öffnen können. Ja, man rusht hier so durch, ne, Freunde? So, ich guck mal kurz. Gut. Vielleicht machen wir zwei Folgen draus, wäre mir lieber. Sonst wird die letzte hier so lang. Mit dem Abspann noch dazu, ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir nichts weiter, oder? Nö. Ich muss nämlich nebenbei nochmal eine Mail schreiben. Hier ist noch eine Luke und unter dem Moos kann ich hier Umrisse aufzusuchen, aber aha, hängt buchstäblich am seidenen Faden. Okay. Hier ist aber nichts weiter. Gut. Dann versuchen wir mal hier unser Glück mit der Rohrzange. Super. Und dann mal hier unten rein. Ja, Freunde, jetzt verfolgen wir sozusagen wieder den Professor Lambert oder den Mr. Lambert. Sind wir vielleicht auf der Jagd nach uns selbst? Ha! Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es bald herausfinden. Und zwar vielleicht schon in der nächsten Folge von The Silent Age im Let's Play mit One-Shot Andy. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin gehabt euch wohl. Alles Gute! Tschüssikowski, bis denn. Haut rein.